Ja, hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, der Monat Juli ist schon wieder vorbei und es ist wieder einiges leer geworden. Ich hatte Urlaub, deswegen konnte ich einiges verdüfteln. Ich bin froh, dass es nicht so ein warmer Sommer ist wie die vergangenen Jahre und ja, deswegen sind jetzt auch ein paar große Gläser wieder leer geworden. Mit denen fange ich wie immer an und danach kommt wieder das ganze Handmade und dieser Kleinkram. Ja, wir fangen mal an mit einem Duft von Yankee Candle und zwar habe ich hier den Blush Bouquet. Ja, ein Frühjahrsduft, den ich jetzt, ich glaube, das zweite Mal oder gar dritte Mal im großen Glas hatte. Ja, das ist ein schöner, frischer, floraler Duft, der ein paar liebliche Noten hat. Da ist Pfingstrose mit drin, die würde ich jetzt aber nicht als solches erkennen. Also der ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem Peony-Duft. Ja, der ist ein bisschen leichter, ein bisschen frischer, wie gesagt. Ja, ein toller floraler Duft, war auch gut intensiv. Ich hatte ihn unter dem Candle Warmer. Würde ich mir gegebenenfalls als Glas oder lieber eigentlich als Melt wieder nachkaufen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob der. Ich glaube, das ist der einzige, der ins Standardsortiment erstmal mit aufgenommen wurde. Der Rest von der Kollektion ist ja, glaube ich, rausgeflogen. Blush Bouquet. Ja, dann ein Duft, den ich auch schon mal als Glas hatte. Allerdings habe ich den dann vertauscht oder verkauft. Und dann hatte ich den ja mal bei Groupon für wenig Geld in einem Set gehabt, deswegen ist der wieder dabei. Moonlit Blossom hatte ich auch unterm Candle Warmer. Und ja, der ist aber eigentlich komplett leer, wie ihr seht. Der war auch sehr gut wahrnehmbar. Es ist ein für mich floral fruchtiger Duft. Tendenziell überwiegen manchmal diese fruchtigen Komponenten. Da ist Brombeere mit drin, was das Ganze so ein bisschen dunkel und schwer macht. Und irgendwie hat es auch so einen Hauch von einem madammigen Parfüm. Anfangs hatte ich ja gesagt oder gedacht, dass der so in die Richtung wie Autumn Glow geht. Aber durch diese fruchtigen Noten war der dann doch anders und hatte für mich sogar manchmal so einen Hauch von einem fruchtigen Nagellackentferner, wenn man das so sagen kann. Ja, würde ich mir jetzt nicht zwingend nachkaufen und ich weiß gar nicht, ob der noch im Sortiment ist oder raus ist. War ganz okay, würde ich sagen, aber kein Nachkauf. So, dann ist leer geworden einer meiner Lieblingsdüfte, der Rainbow Cookie. Ja, den habe ich auf jeden Fall auch schon öfters leer gemacht. Ein schönes, fröhliches Label, finde ich. Und ja, ein fluffiger, fruchtiger Duft, kann man so sagen. Der ist recht vanillig. Im Vordergrund sind hier so ein paar Pfirsichnoten mit so einem Hauch Kokos und Zitrone. Die Teignote ist eher im Hintergrund. Es ist dann wirklich eher so ein fluffiger, vanilliger Duft, würde ich sagen. Ja, und man riecht auf jeden Fall noch so eine ganz leichte zitrische Note. Ja, mag ich sehr gerne, würde ich mir auch wieder nachkaufen. Vor allem, wenn er aus dem Sortiment gehen sollte, dann müsste der auf jeden Fall nochmal im Glas her. Rainbow Cookie. Und das letzte große Glas ist auch ein Schätzchen gewesen, nämlich April Showers. Das hatte ich mir mal über eBay vor einem guten Jahr oder länger geholt. Am Label sieht man ja auch einen US-Duft, den gibt es ja eher schwierig zu bekommen. Und das ist ein schöner Weichspülerduft, sehr kräftig, sehr intensiv. Ja, also der ist wirklich bombenintensiv gewesen, eigentlich bis unten hin kann man sagen. Ist aber nicht so schlimm, dass der jetzt leer geworden ist, weil den gibt es ja auch bei der Dani von der Wachsmacherei unter, ich glaube sogar direkt den Namen April Showers als Dupe. Also den werde ich mir auf jeden Fall als Wachsmeld nachgießen lassen. Und dann kann ich den auch wieder verdüfteln. Geht eher so in die Richtung vielleicht von so einem blauen Weichspülerduft mit einem Hauch Zitrone, würde ich sagen. So, dann sind zwei Düfte der Goose Creek Men's Collection schon leer geworden. Und zwar zum einen der Flanell. Ja, ein schönes, süßes Label. Vom Duft her, ich habe sie abgebrannt übrigens. Das ging eigentlich einwandfrei, wie man sieht. Da unten ist ein ganz kleiner Rand, aber zum Schluss ist das nicht so dramatisch. Es war ein weicher, maskuliner Duft, der schon so einen leichten ja, Wäschemoment hatte. Vom Abbrennverhalten war es mal so, am Anfang war er schon sehr authentisch, also so wie er auch am Anfang kalt geschnuppert hat. Aber ich finde, je mehr er abgebrannt ist, umso mehr Raucharoma kam manchmal dazu. Mittlerweile ist ja nun bekannt, dass man die Kerzen nicht ganz so lange brennen lassen darf, was ich eigentlich bekloppt finde.
dass man sie immer mal wieder ausmachen muss, doch kürzen muss. Das ist ja logisch, aber ich habe sie sonst immer oft den ganzen Tag brennen und dann halt nur abends aus. Ja, mittlerweile lasse ich sie zwischendurch mal erkalten und mache sie dann wieder an und dann geht das auch. Deswegen war in Ordnung, aber würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Flanell. Ein bisschen, ja, ohne ja, Raucharoma kam der Guilty aus. Ja, eigentlich, wie die liebe Salina unter das Video geschrieben hatte, ein eigentlich creepy ja, Label. Man sieht da so einen Mann mit einem Aktenkoffer durch so einen dreckigen Wald laufen und der Name Schuldig eigentlich übersetzt. Ja, was soll man davon halten? Der ist ein bisschen schlechter abgebrannt, unten sieht man dann, aber dennoch okay. Und der war, wie gesagt, insgesamt auf jeden Fall besser wahrnehmbar von der Eigennote. Der hatte dann nichts Rauchiges. Das war auch ein maskuliner Duft, der eine vielleicht minimal ledrige Pfeffernote hatte. Aber insgesamt dennoch sehr angenehm. Dennoch würde ich ihn nicht nachkaufen. Guilty von Goose Creek. Ebenfalls von Goose Creek ist ein 3-Loch-Tumbler leer geworden, den ich abgebrannt habe im Gästezimmer. Meadow Sweet Avocado. Ein super schönes Label. So, vom Abbrennverhalten seht ihr, der ist auch restlos alle geworden. Oben hat er ein bisschen gerußt, sieht man am Glasrand. Das hat man auch teilweise gerochen, aber insgesamt war der Duft recht gut wahrnehmbar. Es ist auch oftmals so, dass ich, wenn ich die Düfte im Gästezimmer abbrenne und die Tür offen habe, das wäre diese hier hinten, dann zieht das hier bis ins Wohnzimmer auch oftmals vor. Also wenn ich auf dem Sofa sitze, dann rieche ich oftmals die Düfte vom Gästezimmer. Und das ist ein schöner, süßer, lieblicher, frischer Duft gewesen. Er hatte was leicht Grünes, Grasiges. Aber insgesamt doch eher frisch und süß, würde ich sagen. Hat mir gut gefallen und für einen guten Preis würde ich ihn vielleicht nochmal kaufen. Also wenn er so, wie jetzt vor ein paar Wochen, wo es die 55% gab bei Goose Creek EU, dafür würde ich ihn vielleicht nochmal bestellen. So. Dann machen wir kurz noch weiter mit Goose Creek Melts. Ach nee, hier habe ich noch ein kleines Glas. Das hatte ich in einem Tauschpaket und zwar von Heart and Home, italienischer Zitrus. Ihr seht schon oben, es hat ein bisschen gerußt. Und ja, also der Duft war eigentlich sehr angenehm. Es ist ein schöner, spritziger Zitrusduft gewesen. Eigentlich sehr lecker, wobei er warm fast noch süßer war. Da hatte der fast schon was von einem ja, Nektarartigen, also als ob das so was dickflüssiges Süßes war. Ja, aber ansonsten ein schöner Duft, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen, italienischer Zitrus. War auch selbst das kleine Glas im Gästezimmer ganz gut wahrnehmbar. So, jetzt machen wir ein paar Goose Creek Melts. Das sind 4 Stück. Da ist leer geworden der Charming Colada. Das war ja aus der Frühjahrskollektion. Ein spritziger Limettenduft, der was leicht gezuckertes hat, ein bisschen vanillig. Ich fand ihn eigentlich ganz lecker. Er geht so ein bisschen in die Richtung Vanilla Lime von Yankee Candle. Also wer die Richtung mag, der könnte den mal testen. War auch sehr gut wahrnehmbar, sehr intensiv, aber wäre jetzt für mich kein Nachkaufkandidat. Charming Colada. Dann hatten wir Moonlit Coconut. Ja, super schönes Label, aber dufttechnisch ein Flop für mich. Puh, also das ist eigentlich ein schöner Kokosduft, aber da ist für mein Befinden eine Cassisnote bei, die glaube gar nicht mit drinne ist, glaube ich zumindest. Aber ich finde den dadurch so dumpf und der hat schon fast was von Katzenpipi durch diese Cassisnote. Ich bin allgemein kein Fan von diesen dunklen Preiselbeerdüften oder Johannisbeer, das ist mir alles irgendwie. Nee, also da habe ich die Hälfte auch verschenkt. Und ja, die Kokosnote ist schön, aber diese Cassisnote versaut das Ganze. Also ganz dumpf und nee, also brauche ich auf jeden Fall nicht nochmal. Ein Kokosduft, der eigentlich schön ist, ist der Drenched Coconut. Ein super schönes, erfrischendes Sommerlabel. Aber den Duft habe ich jetzt langsam über. Ich hatte ihn ja schon mal als Glas und auch zigmal als Wachsmild. Es ist eigentlich ein schöner, cremiger Kokosduft, sehr opulent.
Und es ist für mich eine gewisse Wärme, die mit dabei ist. Und die mag ich jetzt im Sommer irgendwie nicht mehr. Das ist mir einfach zu mächtig und erschlagend. Deswegen eigentlich ein schöner Duft, aber der ist jetzt erstmal außen vor. Den brauche ich jetzt nicht nochmal. Ja, dann haben wir noch Sandy Toast. Das war aus der Sommerkollektion von Goose Creek. Eigentlich auch ein sehr schönes Label. Und ich dachte ja, dass mich da so ein Sun-and-Sense-Verschnitt erwartet. Ist aber nicht der Fall. Es ist ein eher maskuliner Duft, holzig auf jeden Fall. Er hat was Frisches mit dabei, aber dieses Holzige ist für mich auch ein bisschen zu dumpf gewesen. Ja, das war nicht ganz mein Fall. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber ich würde ihn jetzt auch nicht nachkaufen. Sandy Toes von Goose Creek. So, jetzt machen wir weiter mit Handmade. Als erstes ein Körbchen der Wachsmacherei. Da hatte ich hier zum Beispiel den Cotton Candy Cupcakes. Das war ein, wie der Name schon sagt, Cotton Candy Duft, der eine Teignote hatte, die allerdings für mich ein bisschen zu lang im Ofen waren, diese Cupcakes. Man riecht so ein bisschen Erdbeer raus, aber es war jetzt nicht mein Favorit. Würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Unbedingt nachkaufen würde ich mir aber White Clouds. Und das ist ein ganz toller Duft, der eigentlich in eine Wäscherichtung geht, aber super, super zum Mixen geeignet ist. Der ist von Haus aus schon ein bisschen, also frisch und lieblich. Und ich kann das aber nur jedem empfehlen, mal mit Pink Sugar zu mischen oder irgendwas Süßen. Ich finde diese Kombination total toll. Auch was Fruchtiges geht auch sehr gut. Und den würde ich mir auf jeden Fall wieder nachholen, weil das, wie gesagt, ein toller Blendpartner ist, aber auch solo sehr schön. Dann hatte ich Bubblegum, Candy Hearts und Cotton Candy Cocktail. Das war auch in einem Tauschpaket. Ja, das war ein süßer Duft. Bubblegum ist jetzt nicht ganz meine Richtung. Diese Candy Hearts hat das, ja, nochmal auch so, das ist halt alles, was sehr süß ist, ne? Aber insgesamt nicht ganz mein Fall, weil ich habe immer so das Gefühl, auch bei Bubblegum oder ja, Jellybean-Düften, diese Traubenrichtung, das ist nicht ganz mein Fall. Dann haben wir den Snow Fairy Type. Das ist im Prinzip eigentlich ein Eisbonbon-Duft. Ja, der ganz klassisch ist, der hat was Süßes, was Frisches. Wer diese Eisbonbons von früher kennt, der wird wissen, wie das Ganze riecht und war in Ordnung, aber ist jetzt auch kein Duft, den ich als Custom Order in großer Menge bräuchte. Dann haben wir das kunterbunte Blubberbad. Das wiederum mag ich sehr, sehr gerne und ja, ich liebe das. Das ist ein fruchtiger Duft, der sehr weich ist, sehr rund. Ja, der hat was Fröhliches, Beschwingtes. Ich mag den super gerne. Jederzeit wieder gern. Und dann haben wir den Blossom Tea. Das war ein Duft vom letzten Restock, den ich auch sehr, sehr mochte und mir auch auf jeden Fall als Custom Order gießen lassen werde. Es ist ein floraler, vielleicht leicht kräuteriger Duft, der auf jeden Fall auch dieses ja, Feeling von einem aufgebrühten Tee vermittelt. Und für mich ist das so ein richtig schöner Wellness-Relax-Duft. Also wenn ich den anmache, dann finde ich, ist das so ein bisschen entschleunigend, was Beruhigendes. Blossom Tea von der Dani, ein ganz toller Duft. Dann hatten wir das Lavendel-Eis. Das war auch ein leckerer Duft. Sehr sahnig, sehr cremig. Eine leichte Lavendelnote, könnte noch ein Ticken mehr sein, aber ein absolut leckerer Duft, den ich auch sehr, sehr gerne mag und immer wieder gerne verdüftel. Dann ist leer geworden der Comfort Zone. Das ist auch ein ganz schöner Duft. Das ist eigentlich eine Art fruchtiger Wäscheduft, aber der ist sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Ich kenne keinen vergleichbaren Duft. Also es ist jetzt nicht so, dass ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt an einem Beispieler rieche, ob ich mir, also oder ob ich das sowas schon mal jemals gerochen hätte. Der ist mega intensiv. Also da habe ich meistens immer nur so, das war eine Tafel, vielleicht so zwei Stücken in die Lampe gehauen. Der ballert ohne Ende. Also toller Duft, der wird definitiv nachgekauft. Dann ist leer geworden der Red Velvet Smoothie.
Ja, im Prinzip der Red Velvet Cake, aber abgemildert mit einem Vanillesmoothie. Mag ich sehr, sehr gerne. Also diese vanillige Variante gefällt mir wesentlich besser als das Original, weil das Original durch diese Kakaonote natürlich ein bisschen opulenter ist und ich mag diese leichte Variante lieber. Dann ist leer geworden Clementine Lavender. Das war ein super schöner Lavendel, Mandarinen- oder Clementinenduft. Sehr spritzig, sehr authentisch. Also es riecht eher so nach einem Clementin Schalenabrieb, also ein bisschen bitter vielleicht. Und die Lavendelnote war relativ dezent, aber insgesamt ein ganz toller Duft, den ich auch wieder nehmen würde. Dann hatte ich ein Clamshell Salty Sea Air. Das ist ein, ja, denke ich, doch sehr bekannter Duft. Ja, sehr aquatisch und ja, man hat so das Gefühl, man steht am Strand, an der Ostsee, Nordsee, wo auch immer. Und atmet so schöne, frische Meeresluft ein. Ja, sehr schön. Mag ich sehr gern. Dann hatten wir Orange Sherbet. Das ist ein, ja, sehr spritziger Orangenduft gewesen. Absolut passend für den Sommer. Sehr lecker. Ja, Sherbet soll bestimmt so in die Richtung sowas wie Sorbet gehen, denke ich mal. Vielleicht was Gefrostetes. Es riecht jetzt nicht wie ein Orangensaft. Also es ist zwar diese frische Orangennote, aber kein Orangensaft oder so. Hat mir sehr gut gefallen. Dann hatten wir die Kaktusblüte. Das ist auch ein Duft, den ich kenne, weil der geht im Prinzip in die Richtung wie Sunday Drive von Goose Creek oder wie Kaktusblossom von Bath and Body Works. Den mag ich sehr, sehr gerne, immer wieder gern. Hat mir gut gefallen. Dann ist leer geworden eine Tafel Calm Down. Das war ein schöner, beruhigender Duft. Ist so ein bisschen cremig. Da ist, glaube ich, Lavendel und Kamille drin, was so beruhigend ist. Ja, hat mir gut gefallen, würde ich auch wieder nehmen. Dann ist leer geworden eine Tafel Golden Sunset and Baby Powder. Ja, das ist auch so eine Mischung, in die ich ja von Anfang an verliebt war. Ja, dieses Pudrige von dem Baby Powder dazu, dieses Warme von Golden Sunset ist eine auch sehr schöne, beruhigende, schöne Mischung, die ich immer wieder nehmen würde. Eine Tafel Lavender Kaschmir ist leer geworden. Auch einer meiner liebsten Düfte der Wachsmacherei. Super behaglich, cremig, süß. Die Lavendelnote ist eher geschmeidig, würde ich sagen. Und insgesamt ein ganz toller Duft, der einfach nur, ja, zum Kuscheln, zum Verweilen einlädt. Hat mir sehr gut gefallen, würde ich auch wieder nehmen. Dann hatte ich Zitronenschnitte und Milchkuchen. Naja, das war interessant. Ich hatte den Duft zweimal an und beim ersten Mal hat man mehr dieses Intensive vom Zitronenkuchen gerochen und in der zweiten Runde dann mehr dieses leichte Kakao-Vanillemäßige vom Milchkuchen. War auch ein interessanter Duft. Dann hatte ich Lavendelzucker, einer meiner liebsten Düfte. Ja, auch süß, behaglich, cremig. Ja, was will ich mehr dazu sagen? Immer wieder gern. Dann hatte ich ein Stückchen April Showers und wie ich vorhin schon erwähnte, riechen die beiden für mich beinahe identisch. Deswegen greife ich da gerne auf den von der Wachsmacherei zurück. Man hat vielleicht minimale Unterschiede durch das Wachs natürlich. Apropos Wachs, die Dani hat ihr Wachs auch mittlerweile nochmal umgestellt, also um das Ganze noch mehr zu verbessern. Das lässt sich leichter aus der Lampe dann rausmachen. Und das riecht für mich haargenau so. Sehr schön. Dann hatte ich Honeydew Dreamsicle. Ja, das ist eigentlich ein Honigmelonen-Cremeduft. Und für mich riecht das eher wie eine Bodylotion, würde ich sagen. Also es soll, glaube ich, eher ein Eisduft sein. Aber ich finde,
Das geht für mich eher in so eine ganz cremige, pflegende, ja, Lotion, würde ich sagen, aber sehr schöner Duft. Dann hatte ich Coconut Peer und Crisp Peer, also einen Kokosbirnenduft. Der war bei mir in der Lampe ein bisschen schwach. Ich hatte den von Fräulein Mie und ich weiß, bei ihr hat er geballert, also manchmal ist es merkwürdig. War an für sich ein schöner, weicher, fruchtiger Duft, aber habe ich jetzt nicht so viel wahrgenommen. Dann hatte ich von der Dani Lucuma und da habe ich mir extra aufgeschrieben, fruchtig frisch und hat eine leicht dumpfe Pfeffernote. Ja, also ich weiß gar nicht, was da jetzt an Früchten drin war. Ich glaube, eine Melonennote, die allerdings so ein bisschen auch, wie gesagt, abgedumpft ist. Ja, den würde ich jetzt nicht unbedingt nachnehmen. Dafür würde ich unbedingt nachnehmen den La Vie en Rose. Ja, das ist ja ein Duft vom letzten Jahr gewesen und ich finde den klasse. Den hatte ich auch in einem Päckchen mit drin. Ich liebe den. Das ist so ein süßer, floraler Duft, der in so eine leicht parfümige Schiene geht, aber dieses Süße, ich finde das total klasse. Werde ich mir auf jeden Fall auch zur Custom Order gießen lassen. Dann hatte ich eine große Zuckerwatteblume und das ist ein für mich schöner, parfümiger Duft, der in eine süße Richtung geht, so ein bisschen durch diese Zuckerwattefäden umsponnen ist und das Ganze aber recht feminin gestaltet, würde ich sagen. Und den mag ich sehr und da habe ich zum Glück auch noch was. Dann habe ich hier nochmal Honeydew Dreamsicle, der wie gesagt für mich in so eine Bodylotion-Richtung ging. Dann hatte ich den Blackberry Dreams. Das war ein, ja, ich würde sagen, bäriger Duft. Blackberry ist, glaube ich, die Brombeere. Und der war interessant, weil der hatte noch so ein paar leichte grüne, florale Akzente. Hat mir ganz gut gefallen. Dann hatte ich Mangolicious plus Vanilla Pound Cake plus Strawberry Sirup. Und ja, Mangolicious ist eine sehr dominante Note, die hier einfach durch diese Vanille und Erdbeere noch so ein bisschen abgemildert wurde, hat mir auch gut gefallen. Dann hatte ich Believe in Magic und Pineapple Slices. Ja, Believe in Magic ist ja so ein Vanille, für mich Buttercreme Parfümduft vielleicht oder so ein hauchweise Schokolade. In Verbindung mit der Ananas war das eine schöne, runde Mischung, sehr fruchtig, sommerlich, hat mir gut gefallen. Und der letzte Duft soll sein Joghurtparfait mit Zitronenschnitte. Und da habe ich mir aufgeschrieben, kalt zitronig und warm hat er dann mehr nach diesem Joghurtparfait gerochen. Genau. Joghurtparfait und Zitronenschnitte. So, das war es mit der Wachsmacherei. Muss mal kurz einen Schluck trinken. Weiter geht's mit Bears Wax Bakery. Da habe ich zwei Töpfchen aufgebraucht von My Sweetheart. Ein schöner Duft, den ich mir auf jeden Fall zur Custom Order gießen lassen werde. Der ist süß, der ist so ein bisschen fruchtig. Ich denke mal, da wird so ein Schuss Himbeere vielleicht drin sein. Der etwas Florales. Ja, hat mir super gefallen. Ich glaube, der war aus der Valentinsbox und wie gesagt, schöner Duft, wird nachgekauft. Dann hatte ich Tea and Cakes. Man sieht es nicht. Ja, das ist so ein Gebäckduft, der eine Zitronen-Teenote hat. Da ist irgendwie für mich noch eine ganz, ganz leichte andere Fruchtnote im Hintergrund, aber ich kann es nicht ganz genau sagen, was das ist. Auf jeden Fall ein intensiver, gebäckiger Duft mit einer schönen Zitronen-Orangennote. Tea and Cakes und Vanille rieche ich noch. Dann hatte ich Summer in a Bottle. Das ist vom letzten Restock. Den hatte ich, glaube sogar zweimal. Ist der hier nochmal? Nee. Auf jeden Fall ist das ein Pfirsichduft gewesen, der für mich ein Hauch zu künstlich ist. Das kann aber daran liegen, da ist ja, glaube ich, noch Mango, Papaya, so ein paar tropische, Früchte drin. Die Pfirsichnote an sich ist schön, aber ich glaube, diese anderen zwei Komponenten machen mir das einen Hauch zu künstlich. Aber an für sich dennoch ein schöner, fruchtiger Sommerduft. Dann hatte ich Mandelmilch und Honig.
Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Ja, würde ich auch nachkaufen. Das ist ein schöner Mandelduft, der durch diesen Honig nochmal so ein bisschen abgerundet ist und mir sehr gut gefallen hat. Dann hatten wir Spring Melody. Ah, genau, die muss ich mir auch noch auf die Liste für die Custom Order schreiben. Das war dieser schöne, florale, leicht süße Duft vom letzten Restock. Ja, hat mir sehr gut gefallen, würde ich definitiv nachkaufen. Dann hatte ich von der Bär Summer Feeling, da habe ich mir sogar noch mal was reingemacht. Und das ist ein, riecht für mich jetzt nach einem tropischen Pina Colada Duft, also Kokos, Ananas, so in die Richtung. Ja, schön cremig, hat mir gut gefallen. Dann hatte ich Buddha's Garden, auch vom letzten Restock. Das war ein, ja, frischer Duft, der so ein paar grüne Einschläge hatte, so ganz leicht holzig durch. Ich glaube, ist da Bambus drin gewesen oder so. Ja, war sehr schön. Gerade für kühle Sommertage war der, andersrum, für warme Sommertage war der kühle Duft sehr schön. Dann hatten wir So Magical. Ja, das war ja eigentlich, ich würde sagen, mein liebster Duft vom Restock. Den werde ich mir definitiv auch nachordern. Super cremig, super weich, super süß. Das war so eine Mischung aus was leicht Parfümigen, was Fruchtigen und was Süßen, wie gesagt. Wird definitiv nachgekauft. Dann hatte ich Ring of Kerry. Ja, das war so ein grüner Wiesenduft. Ja, was will man da sagen? Also einfach wie schöne grüne Wiese, wenn man da irgendwo spazieren geht, hat mir ganz gut gefallen. Dann hatte ich Island Spa Salty Sea Air. Der war auch sehr, sehr schön. Der war so ein bisschen zitrisch und hatte dann aber noch diese der frischen Meeresluft-Ozon-Komponenten, hat mir sehr gut gefallen. Das war eine schöne, erfrischende Mischung. Und dann habe ich noch Lemongrass Kiwi Cassis. Da habe ich mir auch das Melt reingetan. Ja, der hatte eine recht holzige grüne Note. Was habe ich mir aufgeschrieben? Grasig, holzig, frisch. Genau, diese Cassis-Note kann ich hier gar nicht wahrnehmen oder nicht dominant, was ich ja befürworte, weil ich das ja wie gesagt nicht so mag. Aber es war jetzt auch nicht mein Duft. Also den bräuchte ich jetzt wahrscheinlich nicht nochmal zwingend. Und der letzte ist nochmal Spring Melody. Da hatte ich zwei Beutelchen und die sind leider alle, wie gesagt, zur Custom Order werde ich den nachordern. Ja, das war's mit Bears Wax Bakery. Nochmal einen Schluck trinken. Und dann geht's zu Duftlovers. Da habe ich leer gemacht ein Melbrocken Violet Lily and Rose. Und hat mir sehr gut gefallen, weil der riecht ähnlich wie Blushing Tulips von Greenleaf, der mir ja sehr gut gefällt, allerdings da aus dem Sortiment gegangen ist. Deswegen hoffe ich, dass die Sarah davon noch ein bisschen Öl hat. Den würde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder nachkaufen. Ein schöner, frischer, aquatischer, fast schon femininer Duschgelduft, würde ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Golden Honey and Milk hat mir auch sehr gut gefallen. Das war ein schöner, weicher, cremiger Duft. Ja, einfach sehr weich und kuschelig. Hat mir sehr gut gefallen, würde ich auch wieder nachkaufen. Ebenso beruhigender Kaschmir. Ja, das war ein sehr sanfter, aber sehr einhüllender Kaschmirduft. Er ist eigentlich, wie gesagt, sanft, aber hatte dennoch eine gewisse Schwere, die er mit sich gebracht hat. Vielleicht was leicht Vanilliges, hat mir auch sehr gut gefallen, würde ich ebenfalls nachkaufen. Nicht so mein Ding war der Body Lotion Lavender Vanilla, weil ich glaube, der war mir ein Ticken zu madammig. Ja. Da ist, ich weiß nicht, diese Lavendelnote, die ist hier ein bisschen krautig und sehr schwer. Und das fand ich irgendwie, hat mir nicht ganz so zugesagt. Die Bodylotion und die Vanille hat es zwar so ein bisschen cremig abgerundet, aber der war mir ein Ticken too much. Sehr schön war Baumwollblüte Peony. Das war jetzt kein stechender Wäscheduft, sondern eine sehr süße und fast schon leicht fruchtige Note mit dabei. Ja, hat mir sehr gut gefallen, würde ich auch nachkaufen.
dann ist leer geworden ein Clamshell Rose Lemon Cake. Und ich finde, der hat ja für mich persönlich so eine Ähnlichkeit zu Zuckerwatteblümchen von der Dani. Also diesen Parfümig, der hier ist vielleicht noch ein Hauch gebäckiger, aber ich finde, die haben irgendwie so diese ähnliche Parfümnote oder was Süßes dabei. Hat mir sehr gut gefallen, würde ich auch wieder nachkaufen. Dann hatte ich die Ananasminze. Ja, man riecht dieses Frische der Minze und das Fruchtige der Ananas. Also man konnte beides gut rausriechen, war in Ordnung. Dann hatte ich das blaue Wunder. Und das ist, ja, kann man sagen, ein Dupe zu Lenore Aprilfrisch. Ja, dieser blaue Weichspüler, sehr lecker. Also im Sinne von lecker in der Nase. Dann hatte ich Tonka Bean Gardenia. Da habe ich mir auch ein Zettelchen aufgehoben und den Duft noch drinnen gelassen. Ja, der ist sehr speziell. Da habe ich aufgeschrieben, weich, pudrig, cremig und floral. Aber diese Gardeniennote, das ist nicht ganz mein Fall. Also ich mag ja auch nicht White Gardenia von Yankee Candle und Co. Das ist alles nicht mein Ding. Er hat aber eine schöne Süße mit dabei und ist wie gesagt so ein bisschen cremig. Ja, schwierig. Also ich glaube, ich würde mir nicht unbedingt nachkaufen, aber er war auf jeden Fall mal schön in der Lampe. Dann hatte ich den Strandspaziergang und ja, der war sehr angenehm. Das war ein leicht aquatischer Duft. So Meeresluft. Leicht holzig, hat mir recht gut gefallen. Dann hatten wir Thyme, Olive und Bergamot. Da habe ich mir auch das Stück aufgehoben. Ja, der geht in so eine leicht maskuline Richtung. Hat was Frisches, leicht Spritziges durch diese Bergamotte. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ist auch was für warme Tage. Dann hatte ich von Duft Lovers dunkle Himbeere und Vanille. Da habe ich mir auch aufgehoben. Ja, da war ganz gut. Die Himbeere ist so ein bisschen britzelig, also so ein bisschen wie so ein Hauch Ahoi-Brause. Und durch diese Vanille aber ganz gut abgemildert, was ich dann in der Kombination recht gut fand. Dann hatte ich Woodsage and Sea Salt. Und da war ich auch sehr überrascht. Der ist sehr weich, sehr cremig. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch nur an der Wachsnote liegt. Aber der, also ich hätte mir ganz anders vorgestellt. Sage, also Salbei ist das, glaube ich, mag ich eigentlich überhaupt nicht. Deswegen habe ich den damals nicht bestellt. Aber der war letztendlich recht gut, muss ich sagen. Dann hatte ich Lily Baby. Ja, das war ein schöner, pudriger, floraler Duft, also so ein Babypuderduft mit einer floralen Komponente, hat mir gut gefallen, würde ich auch nachkaufen. Dann hatte ich Baby Powder and Lavender, der war auch sehr, sehr schön. Das war eine ausgewogene Mischung aus krautigen Lavendel und dieser frischen Babypudernote, hat mir sehr gut gefallen, würde ich auch wieder nehmen. Dann hatte ich Balsam and Cedar. Ja, auch einer meiner liebsten Düfte. So ein schöner Nadelduft, der für mich aber so ein frische Wäsche-Pulver-Moment hat. Also wirklich so wie pulvriges Waschmittel. Und eine ganz leichte Süße dazu. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann hatte ich dunkle Amber und Lavender. Ja, der ging auch in eine leicht krautige Lavendelrichtung, so ein bisschen parfümig und weich, war auch sehr schön. Dann hatte ich Sugar Cookie Vanilla und das war eigentlich fast schon eher was für die Herbstzeit, weil der so eine Karamellnote hat und eine, vielleicht eine Prise Zimt, aber insgesamt sehr foodie, dekadent, vanillig, teigig, hat mir gut gefallen. Dann hatte ich noch ein Herz von Peach. Und das ist ein Pfirsichduft, der aber so einen zitrischen Einschlag hat und dadurch sehr sommerlich, sehr frisch ist. Hat mir auch gut gefallen.
Und der letzte Duft von Duft Lovers ist gewesen Warm Vanilla Sugar und White Flowers. So. Das war hier so ein Riesenbecherchen. Ja, man riecht auf jeden Fall diese Wildblumen, die eine leichte, vielleicht auch fruchtige Süße mit sich bringen. Und das Ganze abgerundet durch diesen Vanillezucker, der das Ganze so ein bisschen auch parfümig macht. War auch eine schöne Mischung, vielen Dank. So, und jetzt kommen wir noch zu ein paar industriellen Wachsen. Da habe ich, obwohl nicht alles industriell ist, wir haben hier sogar noch ein paar Düfte von Gießerin, die werde ich mal noch schnell versuchen rauszuklamüsern. Von Wohlfühlmomente Sweet Bakery Dove, Redberry Currant and Vanilla Cream. Und ja, das war im Prinzip ein Teigduft, der für mich aber, also wie diese Redberry Currant, also als ob das so eine rote Marmelade irgendwie dabei war. So hat es für mich gerochen. War mal ganz lecker. Dann habe ich hier von der Utah Liebe zum Handmade Sun and Sand. Und das war ein ja doch recht cremiger, schöner Duft. Allerdings war der schon nach 4 Stunden verpufft. Also der hat nicht lange gehalten. Aber der Duft war sehr schön, sehr cremig. Ja, dieser Sonnenmilchcharakter hat mir gut gefallen. Strawberry Kiwi von der Utah. Das war, ups, halt. Das war, man riecht definitiv die Erdbeere raus und dann halt noch so eine andere leicht exotische Frucht. Ob es Kiwi gewesen wäre, hätte ich jetzt wahrscheinlich blind nicht erraten können, aber insgesamt eine schöne fruchtige Sommermischung. Dann hatte ich den Lady Million Dupe und da habe ich mir auch noch zum dran schnuppern was aufgehoben. Also ist natürlich schon verdüftelt. Huch. Ja, eigentlich ein schöner Duft, ein Parfümduft, der für mich hier momentan noch was leicht Fruchtiges auch hat. Allerdings war der relativ schwach, muss ich sagen. Ja, aber an sich ein angenehmer, weicher, femininer Duft. Dann hatte ich Golden Hay, oder Hay, der war sehr, sehr schön. Ja, das war für mich persönlich ein super schöner, tropischer, cremiger Kokosduft, den ich definitiv nachkaufen würde. Der hat was Weiches, was Cremiges, was Sommerliches, Tropisches, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich von der Jutta den Zauberstab. Das war, glaube ich, so ein zitrischer Duft, ja, der so in die Richtung einem Zweibonbon geht. Ja, wer so Orange und Zitrus mag, das wäre was für denjenigen. Dann mache ich hier mal noch von der Jutta Hibiskus und Kokoswasser. Da habe ich mir auch einen Rest reingetan. Ja, der war auch schön. Der war auch tropisch und man riecht diese cremige Kokosnuss und hatte dann diese floralen Komponenten durch den Hibiskus. Hat mir auch sehr gut gefallen, würde ich auch wieder nachkaufen. Dann hatte ich eine besondere Blume. Der war auch sehr schön. Ja, das war so ein frischer, floraler Duft, der vielleicht noch so einen Hauch Wiese dabei hatte und was Liebliches. Also, ja, doch sehr sommerlich, sehr frisch, hat mir gut gefallen. Das Parfüm Angel. Ja, der war, glaube ich, auch relativ zurückhaltend. Also feminin riecht man auf jeden Fall raus. Vielleicht wie so eine ganz leichte Kaschmirnote. Aber mehr kann ich da jetzt gar nicht mehr rausriechen. So, dann habe ich noch von Iceflower Cotton Candy Dove. Ja, das war im Prinzip ein Teigduft, der für mich so eine Pink Sugar Note hatte. Eigentlich ganz lecker, war ganz gut. Dann habe ich Iceflower Leider Geil. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das eher was für den Herbst gewesen wäre. Das hat zum einen irgendwie so eine leicht nussige, aber auch Zimtnote. Deswegen, und vielleicht auch was, also auf jeden Fall was Foodie-mäßiges. Ich konnte es nicht ganz einordnen. Ja, das war ein bisschen zu früh, würde ich sagen. Leider geil. Dann habe ich hier noch Traubendüfte, Fruity Pebbles, Vanilla Bean Noel und Marshmallow Fluff. Und der war eigentlich ganz lecker. Das war so ein
zitrischer Duft, der durch dieses Marshmallow so ein bisschen gesüßt war. Hat mir eigentlich gut gefallen, war allerdings nicht lange intensiv. Aber schöner Duft. So, jetzt kommen noch ein paar industrielle Wachse. Yankee Candle Poolside Oasis. Ja, super schön aquatisch, maritim. Da fühlt man sich ans Meer versetzt, so ein bisschen Urlaub. Nicht zu maskulin, also eher so ozonig, frisch. Hat mir sehr gut gefallen. Dann hatte ich hier Island Waterfall. Der ist extremst intensiv, aquatisch und floral. Also wer so ein bisschen aquatische Düfte mag, die so eine etwas herbere florale Note haben, wobei der relativ schwer zu bekommen ist, aber ist im Sommer ein schöner, kühlender Duft. Dann hatte ich Champaka Blossom. Ein ja auch irgendwie tropischer, floraler Duft, der eine leichte herbe Note hat, aber auch ein Hauch was Feminines. Ja, der ist schon recht besonders, der ist ja auch schon aus dem Sortiment mit raus. Da hatte ich mal überlegt, mir wieder ein Glas zu holen, aber hab's dann doch gelassen. Motiv war aber okay. Dann hatte ich Honey Blossom. Das war ein Goodie von Candle Heaven. Er ist sehr parfümig, sehr moschuslastig. Bei Honey Blossom stelle ich mir eigentlich eher eine Blume vor, die halt dann so ein bisschen gesüßt ist durch den Honig. Allerdings war das hier dann doch sehr moschuslastig. Aber der ist ja auch schon aus dem Sortiment raus. Dann hatte ich Sparkling Lemon. Und das war nicht mein Duft. Der war dann doch eher so in die Richtung Zitronen-WC-Reiniger oder so. Deswegen, den habe ich glaube nicht lange verdüftelt. Dafür lange an hatte ich Enchanted Moon. Das war ja glaube vom Herbst 2018 oder 19. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube 2018. Ja, das ist ein Pfingstrosenduft, der durch so ein paar dunkle Hölzer so ein bisschen mystischer ist. Der hat was Parfümiges. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Da bin ich auch immer so am Hin und Her schwanken, ob ich mir davon mal ein Glas hole oder nicht. Ja. Und zu guter Letzt aus der aktuellen Herbstkollektion von Yankee Candle der Warm and Cozy. Das war allerdings nicht mein Fall. Der ist eigentlich recht schön. Das ist ein kuscheliger Duft, der aber was sehr Frisches hat. Da ist ja Eukalyptus und Minze mit drin. Und dann eine gewisse Süße und das Ganze aber in Kombination habe ich nicht lange ertragen. Also ich glaube, ich habe den sogar dann vorzeitig ausgemacht. Eigentlich finde ich den kalt nicht schlecht, aber der ist mir warm dann irgendwie zu sehr durch die Decke gegangen. War nicht mal ganz mein Fall. Ja, so, das war's dann für den Monat Juli. Ja, eigentlich ganz zufriedenstellend, würde ich sagen. Ihr könnt mir wie immer gerne unten in die Kommentare schreiben, was bei euch verdüftet wurde, ob es auch ja, gemixt war oder ob ihr nur fruchtige oder aquatische Düfte im Sommer anhabt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.